So, liebe Leute, wieder 5 Tage vorbei und Zeit für ein neues Video auf dem Kanal mit Don Matteo unterwegs. Heute ist es ja so, dass ich das schon angekündigt habe. Heute ist mein Geburtstagsvideo. Der Zufall will es. Ich mache ja alle 5 Tage ein neues Video, dass gerade heute dieses Video auf den 28. April fällt, auf meinen Geburtstag. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache auch was Spezielles. Das Spezielle ist, dass ich jetzt dieses Mal das erste Mal in Rumänien fahre. Und wir sehen hier schon unseren Startpunkt, Sarmasac. Ich behafte mich da nicht auf die richtige Aussprache. Das ist nicht mein Ding. Aber die Strecke ist sehr schön und sie ist sehr abenteuerlich. Ihr werdet es dann sehen. Und ja, bevor wir da losfahren, habe ich auch hier eine kurze Übersicht von dieser Strecke. Wenn wir da also Rumänien selber anschauen, ist das das alles, was das in Gelb da hier so dargestellt ist? Genau, das ist das ganze rumänische Streckennetz und wir fahren hier die Strecke 412 und von dieser Strecke 412 von Sarmazach Richtung Tschibu. Tschibu ist unser Endhalt. Ist eine rundstündige Fahrt durchs Nirvana. Ich kann es euch sagen, es ist wirklich abenteuerlich. Und noch abenteuerlich ist dann der Zug. Ihr werdet es dann auch gleich sehen. Also das ist unser heutiges Pensum, das wir zu bewältigen haben in diesem Video. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und wir fahren mit der CFR 060. CFR steht für Geile Ferrate Romagne oder so irgendwie. CFR. Das ist also die Abkürzung. Und ihr seht, also Rumänien hätte einiges zu bieten an Strecken. Leider gibt es noch nicht so viele. Aber ich denke, das Rail Studio von Rumänien wird da sicher in diese Richtung arbeiten. Sibiu ist zum Beispiel auch ein Streckenabschnitt, den wir kennen. Von Galati irgendwie da hierhin bauen sie auch was. Also es ist das eine oder das andere ist im Kommen. Lassen wir uns überraschen. Oder Bukaresti, Ploesti gab es auch mal. Vielleicht kommt die dann wieder mal, die Strecke. Naja, wie gesagt, heute unsere 412, dieses kleine Abschnittchen da, das werden wir fahren. Und wir schwenken mal hier rüber. Das ist unser Zugfahrzeug von der Marfa, die 600912-0. Sie hat ihre besten Tage wohl hinter sich, aber sie fährt noch. Und die werden wir dann aufrüsten zusammen. Es ist Diesel. Wir sind in Doppeltraktion mit diesem schönen Schmuckstück da hinten dran. Elektroputtere oder was auch immer, Romania. So, und jetzt müsst ihr mal schauen. Wir haben da so Schims hinten dran. Eine gewisse Menge. Dann haben wir weiter wunderschöne Orientwagen. Schlafwagen international. Ich weiß nicht, was das für eine Zusammenstellung ist, aber wir müssen diese Wagen auch alle mitnehmen. Wir sind aber nicht ein Personenzug, wir überführen die bloß, also wunderschöne Wagen. Dann haben wir da weit hinten so, bin fast am Schluss. Es sind 32 Wagen, die wir da mitschleppen müssen. Wiederum diese Schimmelwagen hinten dran. Also eine richtige, ja, spezielle Sache. Spezielles Datum, spezieller Zug, spezielles Land. Das passt alles zusammen. Und wir sind ja, wie gesagt, hier in diesem
Sarmazag oder wie man das ausspricht. So, ich würde sagen, ich rüste die Loks jetzt mal auf und dann werden wir alles Weitere während der Fahrt dann erfahren. Ich wünsche euch viel Vergnügen, schön seid ihr mit dabei, lasst euch überraschen. So, wir sind drinnen im Zug mit Baby Bertha. Aktivieren wir die Batterie und dann schalten wir den Motor mal ein da. Das müssen wir auch im hinteren Lokteil noch machen. Auch hier die Batterie einschalten und den Motor anschalten. Wir gehen nach draußen und schauen mal, was da sich tut. Die beiden Dinger kommen in Fahrt. Es ist ziemlich laut. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem gut. So, wenn wir das gemacht haben, dann schalte ich als nächstes mal da den Ventilator ein und den Kompressor. Dann die Lichtmaschine generell, damit wir da Licht machen können. Das Instrumentenlicht. Ich schalte hier die Indusi ein. Die SIFA ist hier drunten. Ich lasse die aus, weil die ist ziemlich laut. Also ziemlich laut und penetrant. Aber ihr seid ja mit dabei. Sie ist sonst genau zu betätigen mit der Leertaste. Aber ich lasse die jetzt mal weg. So, dann Richtungswender nach vorne. Das sind unsere Geschwindigkeiten, die wir zurzeit haben. Also V1 50, V2 40 innerhalb von 34 Sekunden. So, dann haben wir noch hier den Schlüssel, den wir einstecken müssen. Und dann können wir die Bremse auch lösen. Die Lokbremse da. Wir haben Abfahrt hier um 18:20 Uhr, also ich habe jetzt noch etwas Zeit, ich fahre dann noch nicht gleich los. Das ist der Kollege, der da so einen Lärm verursacht. Das sind da so Heidengeräusche, die wir da haben. Die Handbremse können wir noch lösen, weil die ist noch angezogen bei beiden Loks. Beim Wagen so lösen wir die. Soweit gut. Wir können uns kurz noch die Strecke auf der Map anschauen. Da sind wir jetzt hier in Sarmazag. Wir werden dann runterfahren nach Salau Nord. Dann werden wir hier diesen Teilabschnitt machen bis nach Tschibu, wo wir dann auch unsere Loks abstellen werden. Und so sieht die ganze Map aus, die 412, die da abgebildet ist. Und dieser Teil von hier bis dann nach Tschibo, der ist dann sehr abenteuerlich. Ihr werdet sehen. Ich erzähle jetzt da nicht mehr dazu, weil etwas Überraschung muss sein. Also, ich bin Nichtraucher, dieses Marlboro Päckchen, da gehört nicht zu mir. Oh. Bin da noch etwas am Rollen. Ihr seht die Wagen, die drücken.
32 sind es an der Zahl. Ein riesenlanger Zug. So. 20. Das bedeutet, wir dürfen los. Ich mache jetzt auch mal so einen Urschrei da. Genau, da muss ich dann aufpassen vor der Station Borla, dass ich da unter der 45-Marke bin. Also ihr hört, das dröhnt extrem. Wir nehmen da jetzt unseren Zug mal in Anschlag. Es ist eine Abendfahrt, 18.21 Uhr haben wir da auf dem Zeitgerät. Hier haben wir wie gewohnt auch bei der PZB die Aktionstaste. Und hier leuchtet es dann auf, wenn ein Indusi-Signal abgibt. Das werden wir dann sehen. Und hier hätte ich noch das Frontlicht, das ich da anmachen könnte. Aber das brauche ich jetzt gerade nicht. Ein riesenlanger Zug, den wir da durch den kleinen Teil Rumänien ziehen müssen. Ich hoffe, dass alles gut geht. Man weiß es nie. Mit der Taste O wie Otto. Das kann ich jetzt leider nicht lesen. Da. Mit der Taste O wie Otto kann ich hier noch den Buchfahrplan anschalten. Der Kippschalter. So. Schalten noch einmal etwas Leistung auf, dass wir auf die 60 Stundenkilometer kommen. Wir haben rund 20 Kilometer vor uns für den ersten Halt. Salau Nord auf der Linie 5, also Gleis 5. Auch das Fenster noch öffnen, das ist alles offen. Und auch die Türen lassen sich öffnen. Oder da machen wir etwas Frischluft rein.
eben das Makro, das fürchterlich Schreiende da. Oder das etwas Dezentere. Das bedient man mit den Tasten H wie Heinrich und J wie Jordan. Keine gute Perspektive. Aber schauen wir mal da. Unser Vehikel. Ein ganz spezielles Gefährt. Diese schönen Wagen, die gefallen mir da, die orientalischen. Sehr. Vermutlich müssen wir die überführen, damit die dann einen Sonderzug zusammenstellen können. Und dann hinten wieder die Güterwagen. Und auch mit einer Schlusstafel, wie sich's gehört. Die Strecke ist meistens eingleisig. Einfach ein paar Kreuzungspunkte. Aber ansonsten sind wir da ziemlich eingleisig unterwegs. Dieser Teil bis Salau, der geht jetzt noch, aber von Salau bis nach Chibu, das ist dann schon ziemlich abenteuerlich für meine Verhältnisse. Ja, vielleicht noch etwas zur Maschine selber. Dieses Ding, das wir hier fahren, ist eben die CFR-060DA. Dieselelektrische Lok. Also aufpassen, dass ich da den 45er nicht verpasse. Die wurde gebaut in den Jahren 1959 bis 1993. Also die rumänische Staatsbahn hat im Jahre 1959 mal die ersten 6 dieser Loks bestellt. Mittlerweile wurden über 2400, fast 2500 Loks gebaut. Die Lokomotivfabrik, die ist in Elektrobutere in Craiova, hat das eigentlich gemacht, aber die Motoren sind von Sulzer, also das sind Schweizer, von der Schweizer Lokomotiv Maschinenfabrik Winterthur Sachen mit drin, also da hat die Schweiz mitgewirkt bei diesen Loks. Und die sind, wie gesagt, jetzt immer noch im Einsatz. Und zwar in hier in Rumänien einerseits, dann in Bulgarien, in Polen oder auch sogar in China. Lok, wenn man dem so sagen darf.
Sie hat rund 3330 Liter Tankinhalt, so wie ich das lesen kann da. Und ist rund 17 Meter über Puffer lang. Und ist für die Spurbreite 1435 konzipiert oder auch möglich. Weil sie zum Teil auch in Spanien fährt, noch mit 1524 mm. Hat 6 Motoren. Ich lese da, dass eine Besonderheit ist, dass diese Loks ein WC und ein Waschbecken hatten. Das ist hier vermutlich nicht abgebildet, aber vielleicht ist das da irgendwo versteckt. Wer weiß. So, ich schalte wieder etwas Leistung auf, es wird dann wieder laut. Problem ist gerade bei dieser Haltestelle, da haben wir dann eben einen 2000er, der irgendwie scharf ist. Und wir müssen dort unter 45 sein, weil sonst wischt es uns eine. Und das Problem ist, dieser Magnet ist eigentlich nicht dort, wo man ihn erwartet, sondern vorher. Deshalb mache ich da etwas auf, sag jetzt mal, gemütlich, weil wir haben ja keinen Personendienstauftrag, sondern wir sind als Güterzug unterwegs oder noch besser als Spezialzug. Pfeiftafeln in Rumänien, das sind so Stäbe, die da schwarz-weiß gestrichen sind. Wir werden jetzt dann gleich einen sehen da vorne. Hier kommt er, das sind die Pfeifstäbe. Oder bei uns. Zum Pfeifen geben. Halta Boxa Sala. Das ist für die Gegenrichtung da der Pfeifstab. Ich bin etwas ängstlich, ich weiß, aber ich hoffe es da. Einfach den 45er nicht zu verpassen.
schönes Sonnenblumenfeld da drüben. Ist wie gesagt ähnlich wie bei den deutschen Ziehfahren, kommt zu einem Summton, den man dann mit der Leerschlagtaste bestätigen kann oder eben da unten. Das war jetzt vorhin die 65, war die Ankündigung der Geschwindigkeit. Tafel selber, die ist dann hier. Also da muss man auch sehr gut aufpassen, dass man die nicht verpasst. So, jetzt kommt dann eben dieser 45er. Ich gehe da jetzt mal runter auf 40. Es mir keinen erwischt. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß, ich kann es nicht versprechen. Der ist hier am Boden, irgendwo ist es ein Magnet und dann auf einmal schlägt er zu. Hier ist der 45er. Und ich vermute, dass das ein Bug ist. Der schlägt knallhart zu. Das wäre dann jetzt eben die 20, die kann ich lösen. Und um diese zu lösen, muss ich jetzt die Bremse anziehen und dann wieder lösen. Und dann löst sich auch die Bremse wieder. Der Druck füllt sich, sobald das unten ist, kann ich dann auch wieder Leistung ausschalten. Das scheint ein Bug zu sein in der Strecke. Hier rollen die Wagen noch nach hinten und jetzt werden sie wieder angezogen. Wir haben da schon eine ziemlich große Last zu ziehen, Madame. Was fällt Ihnen ein? So. Wo dieses Licht herkommt, weiß ich auch nicht. Das behebt sich dann auch gleich wieder. So, hat nicht geklappt, obwohl ich unter 45 war. Aber
Papa das macht, dann ist er natürlich auch gesehen, wie das mit der Zwanze geht. Und wir haben dann noch einmal so eine Stelle, kurz vor Chibu. Mal schauen, wie das dann dort geht. Vielleicht muss ich dann mit Befehl 40 drüber fahren. Das könnte auch sein, ich probiere dann das. Weil man vorhin gehört hat, dass da ein WC und ein Waschbecken mit drin ist, dass man in diesen Loks ziemlich lange unterwegs ist. Und man sie deshalb so ausgerüstet hat, um auch den Lokführern oder den Triebfahrzeugführern eine gewisse, ja, sagen wir jetzt mal, Komfortzone zu bieten. Besonders gemischter Spezialzug. Italiener haben übrigens auch noch von dieser Lok mal ein paar Stück gekauft, nicht viele, so viel ich weiß. Drei Stück, glaube ich, 2005, genau. Wir tragen dann die Nummer D361 1 bis 3. Direkt angenehm, wenn man das rollen kann, rollen lassen kann.
Kilometer, dann haben wir mal die Hälfte eigentlich soweit schon geschafft. Das ist ja knapp die Hälfte. Dann kommt dann eben noch der spezielle Teil, den wir da vor uns haben. Mich jedenfalls deutlich wirkt. Scheint auch viel Ackerbau zu geben da in Rumänien. Auch noch so Originalvideos gesehen aus dieser Gegend. Es ist zum Teil wirklich ganz gut getroffen, auch mit den Gleisen, wenn die dann so überwachsen sind oder da man das Gefühl hat, man fahre wie bei einer Gartenbahn draußen im Rasen rum. Das ist dann wirklich auch zum Teil so in der Realität. Die haben das zum Teil sehr, sehr, sehr gut nachgebaut. Da hinten sehen wir das Blinken. Industriegebäude da. Gelb blinken, das bedeutet, dass das nächste Signal dann 30 Stundenkilometer verlangt, dran zeigt. Das müssen wir dann bestätigen. Da wird dann auch hier das Signal aufleuchten. Zu bremsen. Und
Wenn es einfach nur leuchten würde, wäre es auch das gleiche wie bei uns, also alter Wagen. Aber das signalisiert uns jetzt hier, dass wir 30 Stundenkilometer anzeigen, also anpeilen müssen. Hier endlich wie in der Tschechei die blauen Verschubsignale, die bedeuten Halt, und die weißen bedeuten Fahrt. Und hier vorne sehen wir grün-weiß. Das würde ja bei uns, also Schweiz, Deutschland, bedeuten entweder 60 oder 50 oder 40, ohne irgendwie was signalisiert, und hier ist es jetzt 30. Die werden auch unterstützt durch solche Signalnachahmer. Das bedeutet, dass jetzt das nächste Signal eine Beeinflussung hat. Wenn es 90 Grad Winkel hätte, wäre das Signal geschlossen, das nächste. Wenn es dann nach oben offen ist, ist das das Zeichen, dass das Signal auf Fahrt steht. Das haben sie hier jetzt auch verbaut zum Teil. Da kommen jetzt dann auf dem nächsten Streckenabschnitt ziemlich viele dieser Signalnachahmer. Salau. Das bedeutet jetzt wieder nach unten eine Beeinflussung, also nicht freie Fahrt. Also schon freie Fahrt, aber nicht in der oberen Geschwindigkeit. Und dann eben mit einer Einschränkung. Da sehen wir es nochmal. Hier drüben ist übrigens der Nachahmer für das geschlossene Signal. Ich muss da jetzt aber gleich mal kurz anhalten. Ich darf nicht gleich weiterfahren. Dann mache ich das natürlich. Auch hier in Rumänien haben sie Dostos. Dostos 120 CFR. Normale Wagen. Da auch eine CFR-Maschine vorne dran. Genau. Und wir dürfen schon wieder weiter. Wir das alle wissen. Es braucht einen Moment, bis die da dann alle gestreckt sind. So. Und jetzt beginnt eben der kurvenreiche. Der kurvenreiche Abschnitt. Rüber nach Chibu.
wir uns überraschen, was uns da alles erwartet. Vielleicht sagt ihr ja, ist ja gar nicht so speziell. Für mich ist es jedenfalls schon etwas speziell, weil bei uns in der Schweiz würde es sowas nicht geben oder kaum. Schön diese Kurve da, wie unser Zug sich herumschlängelt. Da eben, da jetzt beginnt das Ganze dann mit so Bäumen, die da oder Sträuchern, die ins Gleis rausragen. Wirklich das Gefühl, man sei im Urwald. So etwas würde sicher bei uns die Baumeisterei nicht akzeptieren. Aber hier ist das jetzt mal so. Der uns jetzt eben mit dieser Form zeigt, dass das nächste Signal offen steht, weil er Fahrt hat. Wenn es jetzt in einem 90 Grad Winkel wäre, dann müssten wir jetzt schon beginnen zu bremsen. Auch in diesem Gebüsch, die Kistenzeugs drin, da hat man kaum Chancen, auf das Signal zu sehen. Wenn man es dann sieht, hier würde man niemals mehr zum Stillen kommen. Mal wieder etwas Luft, schön befreite Gleise. Übrigens gibt es hier auch noch eine Fahrgastanzeige, die haben wir da hinten da am Wagen. Wir stehen da so zwischen zwei Schimps auf dem Puffer und sehen da vorne unseren Wagen zu. Sonst können wir uns da noch hinten draufstellen. Dann sehen wir da das Ganze noch von hinten.
auf Chivu. Klatschen muss an die Führerkabine mit diesen Sträuchern. Kleine Nachahmer. Die 45er4. Schon fast amerikanische Verhältnisse da für einen Zug. Ja. So, wir uns da durchs Gelände schlängeln. Nicht gerade, aber fast. Ja. In Amerika sind die Züge noch viel, viel, viel länger. Ich habe die dynamische Flora ausgeschaltet und das ist, wenn es da so Sachen gibt, wirklich so konzipiert von der Strecke her. Hier wieder der Hinweis, man hat keine Chance, die Signale zu sehen. Wenn man streckenkundig ist, weiß man dann nicht mehr, wo sie sind. Schweiz vermutlich so nicht gehen, dass die Trasse so, ich sag jetzt mal, bewachsen ist oder so. Ja. Sträucher und Bäume hat, die da ins Gleis reinwachsen. Thank you.
eben andere Länder, andere Machenschaften oder andere Regeln. Das ist nicht alles gleich wie im eigenen Land. Das macht sie auch spannend. Und ja, es ist cool, dass man mit TS auch so eine Strecke fahren kann. Das ist jetzt relativ kurz, es gibt auch noch längere Strecken, kostenpflichtige Strecken. Ich werde es da unten in der Videobeschreibung erwähnen, wo man sich für so rumänische Sachen einwählen kann, reinklinken kann in den Foren. Auch da ist es so, es gibt Freeware-Sachen, es gibt Payware-Sachen, wie man das eigentlich kennt, auch bei den anderen Strecken. Ich habe jetzt zum heutigen Geburtstagsvideo habe ich mir gedacht, eine Premiere, das ist dann auch für mich eine Premiere, ich bin das erste Mal in Rumänien unterwegs mit so einem speziellen Zug. Das passt irgendwie. Gleichzeitig ist es auch mein 79. Video, das ich jetzt schon aufgenommen habe im TS. 79 Videos von Zugsfahrten, die ich gerne mache im TS. Letztes Jahr waren es 55, heute sind es 24 mit diesem. Es gibt zusammen diese 79 Videos. Ich versuche auch wieder auf so ein schönes Sonnenblumenfeld da auch immer Abwechslung zu bieten. Normalerweise sind jedes zweite Video englische Strecken. Das restliche fülle ich dann auch mit Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich. Ich habe mich auch nochmal für Italien interessiert und habe da auch etwas schon investiert, aber ich bin im Moment noch nicht so glücklich mit teils mit dem Streckenzustand und halt auch mit der ganzen Szenariosituation. Es gibt sehr wenige Szenarien aktuell noch, vielleicht wird das ja ändern. Und auch die Strecken sind noch nicht so ausgereift für meinen Geschmack. Deshalb habe ich das jetzt wieder mal etwas zurückgestellt, aber das würde natürlich auch sehr viel Interessantes bieten. So. Was macht der Tracker da? Deshalb läuft es von alleine. Ja, eben Abwechslung ist mein Thema, dass man auch etwas zu sehen bekommt. Es gibt ja auch viele Livestreams von Kollegen, die das im Livestream zeigen.
nicht so der Livestreamer, deshalb schaue ich halt, dass ich Sachen zeigen kann, die in den Streams vielleicht nicht so vorkommen. So soll sich das ja möglichst gut ergänzen. Ja, zwischendurch, ich habe es ja auch schon gesagt, so ein Special mit diesen drei österreichischen Szenarien, also ein Szenario in drei Teilen. Vielleicht gibt es dann wieder mal sowas von einem Land. Muss ich dann schauen. Wir sieht. Flora, sondern das ist von der Strecke her so eingebaut. Das lädt das einfach hoch. Ein Kollege Güterzug. Aufpassen. Das scheint das Bahnsteigtenue zu sein, braun in braun. So Sachen habe ich wirklich auch in den Originalvideos gesehen, dass das so bewachsen ist, einfach, ja. Ich weiß auch nicht, die haben einfach eine andere Art, ihre Strecken zu pflegen, als bei uns in der Schweiz oder in Deutschland oder Österreich. Schönes Bild. So, jetzt geht es dann wieder etwas nach unten. Da bin ich mit der Ostleiste. Sofort zu schieben, wenn alles auf dem Gefälle ist. Gefälle. Einfach mal auch was anderes, nicht so Hochleistungsstrecken oder Schnellfahrstrecken. Mit all diesen schönen Sonnenblumenfeldern da.
10 Kilometer sind angebrochen. Es gibt natürlich da auch Signalsachen, die ich nicht kenne oder noch nicht Gelegenheit hatte, die einzusehen. Es ist auch schwierig, da so Unterlagen zu finden. Ich habe zwar gegoogelt und geschaut, was die Signalbilder bedeuten. Aber vieles kenne ich halt einfach noch nicht. Also dieses VS, das man da manchmal sieht am Streckenrand, das denke ich mal bedeutet, dass es auf die vorher signalisierte Geschwindigkeit zurückgeht, ab diesem Zeitpunkt. Also quasi eine Aufhebung der Geschwindigkeitseinschränkung. PO in 300. Die Länge dieses Zuges. Geradezu leise, wenn man da so in der lärmenden Maschine vorne sitzt.
mehr Krach da. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses PO bedeutet, dass es eine Haltestelle ist. Diese 300, vermutlich 300 Meter bedeutet. Wir haben jetzt gesehen, unten hat es geheißen 40 und 350, also 350 Meter müssen wir 40 fahren. Und hier ist jetzt, dafür ist 40 0. Meine Vermutung stimmt, dann würden wir dann jetzt wieder ein VS-Schild sehen da vorne, das uns sagt, dass es auf 50 zurückgeht. Genau, das wäre dieses Schild hier und das passt eigentlich. Das sind hier wieder die vorherige Geschwindigkeit, die wir vorhin hatten, bevor wir auf 40 runtergingen. Gilt und so. Passt das eigentlich? Da haben wir das so rausgefunden. Das wird in der Schweiz auch so gemacht, wenn es dann die schraffierten Striche in einem weißen Feld bedeuten, ja, dass ab hier die signalisierte Geschwindigkeit gilt, und dann gibt es das gleiche Feld mit zwei senkrechten Linien in der Mitte. Das bedeutet dann auch irgendwie, dass es wieder zurückgeht zur Ausgangsgeschwindigkeit, die wir hatten. Oder falls, wenn halt im Fahrplan was steht, entsprechend zu dieser Geschwindigkeit. So, jetzt kommt dann noch einmal diese gleiche Situation, die wir schon hatten, als ich die Zwangse gekriegt habe. Auch wieder bis zu einem 45er. Jetzt versuche ich dann das, also dieses Mal mit Befehl 40 rüberzufahren. Mal schauen, ob sich so die Zwangsbremsung, wenn man dem so sagen darf, verhindern lässt. Oder ob ich dann trotzdem abgeschossen werde. Wir haben da vorne schon mal den Hinweis für die 30. Bestätigen. So.
ich das mal schaffe, durchzufahren, ohne gebremst zu werden. Und ansonsten, ja, machen wir halt dann noch einmal diesen Zwischenstopp. Sprechen kann ich nicht, dass es klappt, aber wir schauen. Noch 2 Kilometer, dann sind wir in Shibuya auf dem Gleis 5. Freunde, ich habe es geschafft, keine geknallt bekommen. Das hätte ich am vorderen Ort auch so machen müssen. Als ich mit 145 und dem Befehl 40 drüber fahre. Hier sehen wir auch noch eine Auslegeordnung an rumänischem Rollmaterial, an Wagen, Personenwagen. Da wäre ja auch schon unser Endbahnhof. Ich muss dann die beiden Loks noch abkuppeln und ins Depot bringen. Wäre diese rumänische Erstfahrt schon abgeschlossen. Wie gesagt, es ist eine Strecke von einem Paar, die es mittlerweile gibt in Rumänien. Ich könnte ja gerne eure Kommentare führen, was ihr so zu dieser Strecke haltet oder was ihr überhaupt von den rumänischen Strecken haltet. Ich finde sie ganz okay und es ist wirklich toll, da zwischendurch mal drauf zu fahren. Wir haben auch einen Desiro, der hier im Einsatz ist, den 642. Und hier auch wieder eine Dosto-Komposition. Im CRFR Repaint macht er da auch seinen Dienst. Und sonst sind es halt einfach sehr, sehr alte Wagen. Ich wollte jetzt gleich schon sagen, das Leben gezeichnet hat, auch mit Graffiti da und Rostflecken. Ja, bei uns würde ich das schon lange nicht mehr fahren, aber hier in Rumänien ist das offenbar noch voll im Einsatz. So, mal
schauen, dass wir da unseren langen Zug ans Gleis bringen. Das passt. Voilà. Dann würde ich sagen, gehe ich da mal raus. Ja. Und kupple dann die Wagen ab. Aber zuerst mache ich da noch etwas Handbremse an. Genau, dann schauen wir da mal, ob wir den Kupplungs... Na? Willst du wohl? Na. Das geht nicht, dann mache ich das halt so. Voilà. Und wir gehen wieder rein in unseren Führerstand. Ja. Machen die Türe zu und ziehen dann mal vor nach. Punkt. Jetzt schaltet sich natürlich sehr schnell mit Leistung, wenn man nicht so einen schweren Zug ziehen muss. Sicherheitsgründen haben die da die Schranke runtergelassen. Ich komme aber nicht so weit. Die fühlen sich jetzt wohl verarscht, wenn wir da... Aber es ist halt jetzt so, sorry liebe Leute. Noch die Anfrage beim FTL, das hat geklappt. Und dann schieben wir da zurück. Wir müssen jetzt nicht den Führerstand. Wir schieben einfach zurück. Wir können jetzt auch wieder fahren, die sind jetzt nicht mehr frustriert, da kein Zug kommt.
da unsere alten Wagen. Ich mache da nochmal die Gleisfreigabe. Das sind ganz alte Wagen da, die ja abgestellt sind. Ich denke mal, dass die noch in Betrieb sind. Seine Tage gesehen, da mit dem Graffiti und diesen Roststellen, ja. Aber die sehen schön aus da, Orientalwagen. Die Fahrstraße ist gestellt und wir können unsere beiden Schwerstarbeiter da jetzt abstellen. So, ich würde mal sagen, das reicht. Dann mache ich da mal den Motor aus. Genau. Und hinten auch. Noch. So, dann ist Ruhe eingekehrt in unseren beiden Loks und ich fliege nochmal da nach Chibu zurück. Ja, und mit diesem Eindruck würde ich dann sagen, beenden wir unser Szenario. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Wie gesagt, zum Geburtstag mal was anderes. Nächstes Mal geht es wieder weiter mit England. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Tragt euch Sorge und ich freue mich auf unser nächstes Mal. Tschüss zusammen, sagt euer Don Matteo.